Ein demokratischer Patriotismus, der braucht Symbole, die uns miteinander verbinden. Das Wichtigste davon steht hier hinter mir. Schwarz-Rot-Gold als Staatsflagge. Fast ein ganzes Jahrhundert lang hatten deutsche Freiheitskämpfer jene Farben mit Mut und Stolz getragen, die schwarz-rot-goldene Fahne, und sie waren enttäuscht, bestraft, zurückgeworfen worden. Nicht wenige hatten ihr Leben gelassen. Nun aber wehte Schwarz-Rot-Gold zum ersten Mal in der Geschichte als offizielle Staatsflagge über diesem Haus, als Symbol der parlamentarischen Republik. Und zugleich, auch das wissen Sie, vom ersten Tag an wurde sie von den Feinden der Republik in den Schmutz gezogen, verdrängt. Meine Damen und Herren, ist es nicht historisch absurd, wenn diese schwarz-rot-goldene Fahne heute am auffälligsten, am häufigsten ausgerechnet von denen geschwungen wird, die einen neuen nationalistischen Hass entfachen wollen? Nein, Schwarz-Rot-Gold, das waren immer die Farben von Einigkeit und Recht und Freiheit. Schwarz-Rot-Gold, das ist das stolze Band, wenn ich das so sagen darf, das sich von Hambach über die Frankfurter Paulskirche bis nach Weimar zieht, das zerriss über dem Abgrund des Nationalsozialismus, doch neu geknüpft wurde nach 1945, das herüberwehte nach Bonn und nach Berlin, das vor 30 Jahren auf den Straßen und Plätzen Ostdeutschlands leuchtete und heute in unserem ganzen wiedervereinten Land. Schwarz-Rot-Gold, meine Damen und Herren, das sind unsere Farben, das sind die Wahrzeichen unserer Demokratie. Überlassen wir sie niemals den Verächtern der Freiheit. Darum bitte ich. Mit diesen neuen Deutschen los? Keine Ahnung. Früher kämpften die wie die Teufel. Wacht auf, Deutschland. Das kann ich nur sagen.